Das Geschäft wurde gegründet 1905 durch Oswald Rutsch. Und mein Schwiegervater hat Anfang der 50er Jahre bei Herrn Rutsch gearbeitet, beim Willi Rutsch, und hat ihm das, als er krank wurde, 1970 abgekauft. Ja, und im Endeffekt war dann, dass wir das übernommen haben, 1991 bis heute, 24,5 Jahre. Und jetzt haben wir das Alter erreicht und haben gesagt, das war's. Mein Name ist Rudolf Jung. Mein Name ist Helga Jung, geborene Quick. Also wir haben einen Großhandel für Schuhmacher, aber überwiegend Orthopädie. Also alles, was mit dem Schuh zusammenhängt, war in unserem Lager integriert. Mein Schwiegervater sagte dann, schaff dir doch einen Computer an, dann ist die Arbeit leichter. Sag ich, was ich jetzt hier 15 oder 16 Jahre damals gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir die Zeit genommen dazu. Bei uns wurden alle Rechnungen immer mit der Hand geschrieben. Und ich habe mir das angeeignet und ich habe auch eine gute Handschrift, wenn Sie ein Rechnungsbuch reingucken. Das war die erste Rechenmaschine von meinem Vater. Und dann haben wir irgendwann auch mal einen Fax gehabt, da waren wir schon modern. Aber sonst ist hier alles alt. Ein toller Ton, ne? Ja, das ist, wie es früher war. Und so ist es eigentlich auch geblieben hier. Das sehen Sie ja schon an den ganzen alten Schränken, Regale und so. Wir haben alles gelassen. Außer, dass wir vielleicht mal ein Regal neu bauen mussten, weil ein neuer Artikel dazu kam. Aber sonst ist alles wie vor 100 Jahren. Einfach so, wie es sein soll. Also für mich ist es nicht ganz so einfach. Das war eigentlich mein Leben hier. Ich war in meiner Kindheit schon hier. Mein Vater war ja dann auch selbstständig hier, war erst Angestellter bei der Firma Rutsch und dann halt selbstständig. Und dann hat er halt uns gefragt. Es war eine große Familie. Wir haben auch gerne gearbeitet. Aber immer gearbeitet. Und nach 51,5 Arbeitsjahren darf man in Rente gehen. Hat man verdient dann, ne?